absichtlich platziert. Stolperfallen. Damit sich die Wanderer hier die Füße brechen. Oder alle die, die zur Erholung in diesem Wald rumgehen, sich rumbewegen. Ja, die geben sich echt Mühe. Ach, die abgeschnittenen Zweige haben sie auch wieder hingeschmissen. Dieser Weg ist über Jahre entstanden und wird von Fahrradfahrern und von Wanderern benutzt. Und irgendeiner hier im Wald meint jetzt, sich aufspielen zu müssen, weil in den Medien so schön davon berichtet wird, die bösen Mountainbiker. So, weg damit. Das hat hier nichts zu hängen. Das ist nicht offiziell. Da muss man hier auch mal welche vom Ordnungsamt hinschicken. Die Wege zulegen, aber sich dann hier irgendwelche Hütten bauen. Wenn man jetzt sieht, was für eine kleine Spur so Wanderer und Fahrräder anrichten, wenn man dann wirklich mal so eine Harvesterspur daneben stellt, dann sieht man erstmal, was für Furchen das hinterlässt. Und im Gegensatz dazu sehen wir die Rundwege so aus. Wir wird dann einfach mit dem Harvester oder dem Trecker langgefahren und werden solche Spuren hinterlassen. Das ist dann in Ordnung, oder was? Danke, Bielefeld. Super gemacht.